So, weil jetzt heute mit dem neuen angespielt. Wir sind auf Endless Flife. Ich hatte mal damals eine Idee mit dem Namen Timeless Flife. Es ist nicht das gleiche oder so. Es ist Endless Flife und es ist der erste, ich sage jetzt mal, Server, den ich anspiele, der ja sehr weit weg steht, beziehungsweise nicht in Europa steht. Also es ist kein europäischer Server, es ist kein europäisches Konzept. Denn wer in den letzten Jahren mich auf YouTube verfolgt hat, der weiß zum Beispiel, allein schon der Unterschied zwischen deutschen und französischen Servern ist meistens sehr, sehr groß. Französische Server haben sehr häufig ganz andere Features als zum Beispiel deutsche Server. Zum Beispiel dieses Monsterbuch oder bauen eben sehr, sehr stark auf ja, visuelle Sachen und halt weniger zum Beispiel auf Features zum Beispiel. Nicht nur, aber man kann halt schon so sagen, es gibt schon echt Unterschiede. Dieser Server ist der erste asiatische Server, den ich anspiele, und zwar steht der hier in Singapur. Es ist eine recht interessante Erfahrung für mich erstmal, denn hier ist tatsächlich einiges ein bisschen anders als sonst. Der Ping übrigens ist ganz okay. Wir haben jetzt hier knapp 300, teilweise auch mal 200. Ich meine, Universe war auch so im Dreh für sehr lange Zeit, deswegen, wer Universe überleben konnte, kann ja auch überleben. Okay, fangen wir mal an. So, wir haben hier ein Serverkonzept, welches, also erst mit den Eckdaten, fangen wir mal so an. Es ist ein Semi-Classic-Server laut dem Owner. Es gibt modifizierte Stats, generell ein bisschen ein Rebalancing, so wie ich das Ganze verstehe. Es gibt hier allerdings keine solche overpowerten Stats oder so, die es halt auf Hybrid-Servern zum Beispiel gibt. Das ist hier nicht der Fall. Die Raids sind hier 20er-Raids, das heißt eher so ein bisschen Low-Rate, Mid-Rate, denke ich mal so. Eher Low-Rate wahrscheinlich. So Maximallevel sind 121 Hero. Karten gibt es maximal A- und 7% Karten. Die Währungen sind ganz normal: Pierin, Red Coins und Lodi Coins. Lodi Coins sind dann die Donate-Währung. Da kommen wir dann gleich dazu. Dungeons sind aktuell noch geschlossen, ja. Im nächsten Monat werden allerdings drei Dungeons öffnen, zum Beispiel Sunbreast, Wilds und Eupresia. Das sind ja die V17 Dungeons. Und es gibt aktuell, ähnlich wie auf anderen Servern, GW-Tournaments, das heißt, ja, Guild War. Und da gibt es eben auch Echtgeld zu gewinnen, und zwar sind es bis zu 500 US-Dollar. Das ist echt eine ganze Menge. Und genau, weil ich gerade Donate Shop erwähnt habe, fangen wir mal da an. Es gibt hier einen Battle Pass, den kann man hier sich exchangen, beziehungsweise gibt es Battle Pass Tokens. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das ist ein bisschen, muss ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Auf alle Fälle, also es gibt hier keine Waffen, sind nur Skins. Auch hier haben wir Skins, visuelle Dinge. Hier mal ein, zwei Sachen, die scheinbar Stats haben. Hier zum Beispiel Crit-Rate und Speed. Aber so allgemein hält sich das Ganze halt wirklich in Grenzen. Also hier sind, ja, also ich habe bisher zumindest noch nichts gefunden, wo ich mir gedacht habe, so, oh, oder so. Nee, es hält sich wirklich sehr in Grenzen. Also wirklich sehr, sehr, sehr fair soweit. Übrigens auch der Text hier. Könnt ihr euch durchlesen. Könnt das Video pausieren und das Ganze durchlesen. So. Dann kommt der tatsächliche Cash Shop. Und zwar, nee, warte mal, sorry, hier ist der Battle Pass. Der läuft bis 11. Juni, also nicht mehr lang. Das ist Season 3, 690 Lodi Coins sind dann wahrscheinlich 7 Euro. Genau, so, dann haben wir noch Arius, das ist der tatsächliche Donate Shop. Und hier gibt es Upgrade-Scrolls, aber Achtung, die gibt es auch für Penya, also für Perrin Penya. Das ist nicht nur hier drin. Genau, Reversions, Scroll of Awakening plus. Awaken certain traits on weapons, armor and shields. User Scroll of Reversion to remove. Okay, ich weiß nicht, ob es die sonst auch gibt, ich denke mal schon. Genau, God of Blessing of Goddess ist jetzt natürlich nicht wirklich eine wichtige Scroll in meinen Augen. Natürlich ist es halt nice, um das Equipment so abzurunden, aber ja, genau.
Common Bank ist natürlich jetzt kein großes Ding, anbinden, den kann da rein, Pick-up-Pad-Upgrades, was noch, also Scroll-Reduction ist kein großes Ding. Item-Transies nutzt man zwar öfter mal, aber ich nutze die halt auch echt selten und ich weiß nicht, wie der Kurs hier ist von den Coins zu Peña, aber ich schätze mal, wird jetzt auch nicht die Welt sein. Genau, Scroll of Acquisition wird noch interessant, da weiß ich aber nicht, wie man das sonst verdienen kann. Tickets kann man hier auch über Echtgeld kaufen, weiß ich noch nicht, wie man die sonst verdienen kann. Hier bei diesen vier Items bin ich mir noch nicht sicher, werden wir mal schauen, aber maximal Level 121 Hero. Das bedeutet, man kann auch ganz easy im Tower leveln oder in Material oder sonst irgendwo. Genau, hier haben wir auch wieder diese diese Scrolls oder diese Items, die das Equipment abrunden. Finde ich vollkommen okay, dass das hier drin ist. Power-Ups gibt es hier, gibt es allerdings auch dann da hinten für Peña. Nicht alle, aber einige. Müssen wir mal schauen dann. Amplis, weiß ich nicht, ob das krass ist oder nicht. Dann effektiv, 121 ist halt wirklich nicht hoch. Mit 20er Raids ist das halt auch wirklich ohne Amplis absolut einfach erreichbar. Party-Scrolls weiß ich nicht, allerdings es gibt hier wirklich eine ganze Menge Partys. Wobei nicht alle haben Skills an, oder? Okay, ja, müssen wir auch mal schauen. Wir gehen mal gleich da rein. Moment. Ich lade mal den Ringmaß noch rein. Partyfinder. Hier, joinen. Okay, perfekt. Können wir eigentlich? Können wir, glaube ich, nicht. Okay. So, dann merken wir uns ganz kurz, was ein bisschen drin ist. Power-Ups, Party-Scrolls und so weiter. Ich denke mal, das sind hier 25 Cent. Das ist ein Euro. 10 Cent für ein Ampli. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Preise sind. Ich müsste noch ein bisschen recherchieren. Wir können auch mal kurz hier nachschauen, was diese Coins kosten. Lodi-Coins kosten 600.000. Das heißt, 100 Stück sind 600 Millionen. Ne, 100 Stück sind 60 Millionen. 1000 Stück sind 600 Millionen. Okay, also ich denke mal, wir befinden uns hier so in der Preisrange von Pikachu Event. 10 Euro sind wahrscheinlich, oder 10 Dollar sind wahrscheinlich dann 1000 Stück. Genau. Insofern, 25 Stück wären dann 12 Mille, 50 Mille ungefähr, roundabout. Also nicht wirklich dramatisch in meinen Augen. Okay, natürlich hier mit Power-Ups und so muss man schauen, aber das werden wir sehen. Hier wird es sehr, sehr viel Zeug, was halt eben visuell ist. Hier bin ich mir noch nicht sicher, das ist ein bisschen kritischer. Siegerbundle, okay. Ich denke, das ist ein Siegerbundle. Hier gibt es haufenweise Zeug wie Power-Ups. Muss man mal schauen. Das ist halt wahrscheinlich mehr Siege-Stuff. Ich weiß, man kann die Dinge halten, keine Ahnung. Rescale braucht man nicht. Custom Guild-Logo ist halt so eine Sache, die halt einfach rein kann. Genau. Pet-Sachen müssen wir auch mal schauen, ob man sonst noch herbekommt. Ich weiß nicht, ob hier ein Try 1,50 Euro kostet. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht kann man es auch noch anders verdienen. Ich schätze mal zumindest schon, weil das wäre natürlich jetzt ein bisschen komisch. Okay. So, hier haben die Power-Ups. Genau, hier sehen wir eigentlich im Prinzip die exakt gleichen Power-Ups, die wir auch für Echtgeld kaufen können. Und auch zu Preisen, die halt vollkommen in Ordnung sind. Wir haben hier einen Upcut für 770.000. Vollkommen in Ordnung. Hier haben wir auch die... Ach, hier haben wir sogar die Scrolls, genau, Party-Scrolls, halt ein bisschen teurer. Also man kann auch alles für Peña kaufen. Zumindest sehr viel kann man für Peña kaufen. Und, ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Eier. 11 Millionen, okay. Das sind Beats. Exchange for Pet Revival Pieces. Okay. Ich habe gerade schauen, ob es einen Handel gibt. Nee, gibt es nicht. Okay. So. Kurz mal Ringmaster buffen.
kostet. Okay, gibt es noch sonst irgendwas, wo man anhandeln kann? Nein. Trade. Keine Setteile, okay. Okay. Genau. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Leveln. By the way, Spielerzahlen. Hier, Spielerzahlen. Wir haben hier 745 Spieler und das um 0.13 Uhr. Achso, Zeitverschiebung. Welche Zeit ist denn Shanghai? Shanghai Time. 6.13 Uhr ist aktuell in Shanghai. 6. Juni, 6.13 Uhr. Okay, die sind 6 Stunden voraus. Das heißt, diese Spielerzahlen sind sogar verdammt gut. Die sind wirklich gut. Genau, hier haben wir noch EJ Gaming. Ich weiß übrigens nicht, ob das Daddy EJ ist oder so. Also der ist als Owner mit drin, dieser EJ Gaming. Keine Ahnung. Hier gibt es noch Sachen für Red Chips. Genau, hier kann man zum Beispiel auch noch Dinger kaufen für Raised Pet Chips. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich nicht. Dann gibt es noch EC Endless Chips. Auch keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen die Tropfen bei ganz normalen Monstern. Was gibt es hier noch? S-Protect, Sunstone, 50x G-Protect, Moonstone, A-Protect und Awakening Scrolls, okay. Guaranteed Drop. Ach so. Okay, interessant. Vielleicht sind es irgendwelche Lootboxen oder keine Ahnung. Genau, also soweit, insoweit. Ich würde mal sagen, die Frage, muss man hier ein Wallet Warrior sein oder so? Nein. Also, es gibt viele Sachen zum Donaten, aber ich habe jetzt eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe nichts gesehen, was jetzt irgendwie ein totaler Gamebreaker wäre oder so. Also, ist wirklich nicht der Fall. Das kann man nicht sagen. Also, es scheint wirklich sehr, sehr fair zu sein. Es ist nicht Pay to Win und das ist einfach schon ziemlich cool. Okay, ein Wow. Oh, genau. Ich habe was vergessen. Sorry. Wir gehen mal kurz auf die Website. Was will ich da alles spoilern? Hoffentlich nicht zu viel. Ich spoilere nichts. Okay. Level Rewards. Das sind hier auf der Website dargestellt. Blinking of Laris, Blinking of St. Morning. Es geht ja mit Blinkwings. Es gibt einen Teleporter, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert. Dafür braucht man irgendwelche Items. Upcut Stones für Level 2. Level 2, Level 2, Level 2. Pink Balloon, Panda. Hier gibt es super viel Stuff. Eine Fashion Box. Tiger Board auf 20, Full Shout, Reskill, Love Chocolate. Restats gibt es ja auch dann zweimal, Love Chocolate nochmal und Upcuts und Upcuts. Genau. Das sind mal so die Level Rewards. Ich denke, man ist einfach, wie wenn man halt ansonsten ganz normal die von Level 1 kriegt, so kriegt man sie quasi ein bisschen aufgedröselt und ja. So, hier kriegen wir dann ein Set. Und es ist permanent. Okay, wir haben Big Bad Wolf Set. Ja, ganz cool. Ringmaster levelt übrigens mit. Haben wir auch noch einen Pink Balloon. Baby Panda. Ach, ich weiß es gar nicht, wie man die Pets bekommt. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir. Ein paar P, MP, FP. Okay, irgendwie cool und clean das Ganze gestaltet, finde ich. Kann man machen. Pet Filter gibt es natürlich auch. Quest diesmal mal raus. Genau, wir sehen auch die Animationen zum Beispiel, wenn wir Monster angreifen bzw. killen. Das ist ähnlich wie auf Eclipse zum Beispiel. Und genau, hier Teleporter, dann brauchen wir irgendwelche Teleporter-Scrolls. Weiß ich nicht genau, was es ist. Oh, Level 18er Schwert. Und die haben ja auch das gleiche System mit Kommen und Ankommen und Rare und Legendary und was weiß ich alles. Finde ich sehr cool. Ist das System, was ich aktuell fast am meisten feiere. Genau, sonst haben wir sonst noch Autoshout, Partyfinder, Wiki-Item, Wiki-Monster, Event-Challenge. Ah ja, Captain Club Tailed Reptilian Hunter. 59, Captain Club Reptil. Dafür gibt's, oh, okay, Scrolls und Reversions. Okay, nice. Dungeon-Info. 160, okay, die sind einfach noch nicht implementiert. Wie man aussieht, die arbeiten daran. Battle Pass, schauen wir uns gleich an. Private Shop Search, gibt es ja auch für jeden, okay. Und man kann Teleport,
Okay. Aber hier sind nur bestimmte Items drin. Was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Rowdy eingebe? Ups. Rowdy? Huh. Okay, Reset. Ich weiß nicht genau, warum das hier nur so drin ist. Keine Ahnung. Teleporter Skill Trivia. What is the name? Wow, was ist das denn? Silent Shot, Sonic Blade, Special One-Hand Master. Ich würde sagen, Sonic Blade. Correct, okay, nice. What is the name of the skill shown below? Lightning Strike. Special Head. Yo-Yo Mastery. Enhanced Absorb. Squash Trick 4. Oh, wir werden hier. Alter, ich kenne jeden Skill natürlich. Silent Arrow. Oh Gott, was ist das für ein Skill? Painless Sonic Hand. Ah, ich glaube, es ist Disenchant. Ja, natürlich. Sky Splitter. Nein, nein. Escape? Nee, Sky Splitter. Okay. Oh, das ist schwierig. War das hier. Was ist Escape? Escape. Spectral Chevron. Ich glaube, es ist B. Oh, okay. Static Ball ist einfach. Oh Gott, hier Pain Dealer ist klar. Holy Guard ist klar. Blood Fist ist klar. Oh, ich könnte ewig weitermachen. Demonology ist klar. Stone Spear. Ich kann hier noch lange Zeit weitermachen. Meteoshower. Stun Group? Heißt es ja so? Okay. Pulling. Okay, wir beenden es hier. So, okay, genug. Genau, dann haben wir, glaube ich, die Features durch, oder? Genau, Wiki-Item. Können wir das Ganze mal noch durchschauen später. Mhm, genau. Okay, na gut. So, Battle Pass. Jetzt kommt das große Ding. Wir haben hier einen Free for All Kill, Guild Siege Kill, Giant Iber, 1000 bis 1000 Punkte. Ah, okay, Gigs bringen also was. Ninjas, was auch immer das ist, Beast Overlord Khan, Mutant Augu. Ah ja, hochinteressant. Okay, also man einfach durch Leveln und Mobs killen kriegt man quasi Sachen hier. Scroll of Teleport gibt es hier für 30 Tage zum Beispiel, kann man sich ja spielen. Ich überlege gerade, ob es eigentlich cool ist oder nicht. Also ich mag natürlich den Teleporter schon sehr gern. Ist es jetzt dramatisch, wenn man keinen Teleporter hat? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, der Teleporter ist sehr cool. Aber es ist natürlich streng genommen ein Quality of Life Feature. Oh ne, dann noch nicht mein Feature hier. apply. Es ist ein Quality of Life Feature, absolut. Muss man es haben? Es ist cool zu haben, auf alle Fälle, ja. Was ist das hier? Farming Capture On? Okay. Es ist cool zu haben, auf alle Fälle. Man sollte es eigentlich auch haben, wie ich finde. Aber natürlich kann man auch sagen, wenn es ein bisschen oldschool ist, wenn es ein bisschen ja, klassisches Flife ist, dann sind Blinkwings halt auch kein Weltuntergang oder so. Also finde ich halt noch okay eigentlich. So, was haben wir sonst noch alles? Wir haben hier Scroll of Special Buff. Using the Scroll grants your level 20. I am a robot. Uff, okay. Wir werden auf alle Fälle sehr, sehr viele Rätsel hier lösen. Ob Skill-Rätsel sind oder Captures, aber wir werden Rätsel lösen. Okay, was haben wir sonst noch? Using this scroll grants you level 20 buff when using the buff comment. Ah ja, okay. Braucht man quasi einen Ringmaster. Okay, fly for fun. E-Box, Love Chocolate. Wir sind schon Level up. What? Wir sind Level 15? Oh Gott, was nehmen wir denn? Ich hab Bock auf Mage. Let's go. So, All End. Full End. Gut, Bullhams und Love Chocolate, genau. Ja, wir haben im Prinzip einfach sehr, sehr viele Sachen, die man sich ansonsten donaten kann. Hier ist nichts dabei, was jetzt irgendwie special wäre oder so. Sind eigentlich.
Ja. Jesus Christ reversed, removed Awakening. Ich weiß nicht, was dieses Scroll of Awakening plus plus ist. Keine Ahnung. Genau. Ach, hier gibt's die Battle Pass Tokens. Und dafür kann man sich dann diese Sets kaufen, zum Beispiel. Ah ja, okay. Genau. Na, ja, interessant. Also ich muss sagen, soweit wirkt das Server auf mich halt irgendwie schon gut. Also er wirkt fair, vor allem fair, muss ich sagen. Und er wirkt auch spaßig. Und so allgemein. Also mir gefällt es bisher tatsächlich eigentlich schon ganz gut. Natürlich muss ich auch dazu sagen, zur Transparenz, es werden ja auf alle Fälle Kooperationen geplant. Das heißt, ich habe schon im Vorfeld Kontakt gehabt mit dem Team. Und da werden wir auf alle Fälle einiges machen. Es wird auch Verlosungen geben und es wird auch, wir haben wieder Pläne, wir haben Pläne. Ihr werdet auf alle Fälle auch davon profitieren und es wird definitiv witzig werden. Das kann ich euch sagen. Ja, genau, ansonsten, es gibt noch super viel zu sagen, aber ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, wie ich gerade eigentlich reden will. Ich kann aber, wie gesagt, schon mal spoilern. Wir werden hier viel Zeit verbringen und werden auch viel farmen. Wir werden hier viele Dungeons farmen. Und es wird spannend bleiben, auf alle Fälle. Also, die Pläne, die wir so haben, die gemeinsamen Pläne, die wir haben, sind schon ein bisschen. Oh Gott, Townblinkwing, ich brauche mal schnell irgendeinen Wand oder ein Stuff oder so. Also die Pläne, die wir haben, sind schon ein bisschen größer. Es wird, glaube ich, schon eine Zeit lang hier mal laufen und funktionieren. Und das Server ist halt auch wirklich sehr, sehr voll. Also das merkt man hier schon. Das muss man schon auch echt sagen. In Shanghai ist Flife tatsächlich auch sehr, sehr groß. Und ich habe es nicht gewusst, war mir nicht klar. Shit, okay. Wusste ich nicht, wirklich nicht. Also ich dachte mir halt, ja, ist halt so. Ich meine, Flife, okay, gut, Asien ist natürlich schon immer sehr, sehr krass. Natürlich ist Flife ein Manga-Style-Game. Das heißt, in Asien sind solche Spiele natürlich sehr, sehr beliebt, wirklich extrem beliebt. Und ja, insofern hätte ich es mir denken können. Aber ja, genau, hier gibt es Misty-Teile und so weiter. 200k. Oh, wisst ihr, was ich schön finde? Dass man hier. Oh. 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 Mist. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Okay, wir gehen nach Saint Morning und leveln erst ein bisschen weiter. Genau. So, jetzt haben wir den Faden verloren. Genau, was ich cool finde, ist, dass man hier wirklich mal ein bisschen leveln kann und nicht diese ganzen Level dauernd skippt. Ich weiß, ich kritisiere das auch vielleicht ein bisschen zu oft. Mag ja sein. Aber ich finde es schon echt immer wieder ein bisschen schade, wenn man auf vielen Servern einfach nur die Level skippt. Man macht 120, man macht Master und eigentlich man skippt Level für Level für Level. Und auf allen oder fast allen Servern fängt das Spiel auf 130 oder 150 erst an. Und das ist sehr schade einfach. Das ist echt sehr, sehr schade. Also deswegen finde ich das auch hier ganz cool, dass man einfach, also das sage ich jetzt nicht irgendwie, um jemandem zu gefallen, sondern auch wirklich aus fester Überzeugung. Ich finde es so besser, ich finde es cooler, wenn man einfach wirklich sich hier in Ruhe das Spiel anschaut, beziehungsweise erstmal ein bisschen levelt, einfach so sein Ding macht und halt eben nicht von vornherein einfach weiß, okay, man muss jetzt die nächsten 2 Stunden hier irgendwie durchsuchten, oder nicht die ersten 2 Stunden, die ersten, ja, 130 Level oder so, bis man halt dann irgendwie was sinnvoll machen kann. Das finde ich halt auch ein bisschen schade, wenn es halt so ist. Das ist hier auf alle Fälle nicht so. Und
Das gefällt mir dann eigentlich schon echt ein gutes Stück besser. Scheinbar levelt keiner die Party, oder? Party XP? Wie viel waren das gerade? 1%? Ja, das Problem ist, wir haben gerade immer, wir können nicht angreifen, wir können nicht wirklich viel Schaden machen, nicht wirklich viel ausrichten. Das ist echt Mist. Oh, okay, jetzt haben wir wieder Link, sehr gut. 7 Minuten. Oh. Party Skills. Die Partypunkte. So, okay. 174 Penia. Ich glaube, wir könnten uns jetzt mittlerweile, also nach dem Mob können wir uns auf alle Fälle was leisten. Da bin ich dann schon mal sehr froh. Genau, natürlich, Ping ist ja durch die Distanz ein bisschen schlechter. Das muss man bedenken. Ich denke mal, für Guild War ist es wahrscheinlich ein Problem. Aber für alles andere, glaube ich, ist es halt. Ich denke, ist es nicht dramatisch. Also zum Leveln ist es halt okay. Für Dungeons ist es, glaube ich, auch okay. Wichtig ist einfach nur, dass der Ping zumindest gleichbleibend ist. Man halt weiß, okay, man muss halt irgendwie ein bisschen früher fooden oder so. Dann ist es halt eigentlich schon auch okay, finde ich. Machen wir Psycube oder Ela? Boah. Ja, Psykeeper, oder? Okay, wir müssen uns noch nicht entscheiden. Wir nutzen das mal. Also erstmal Richtung Psykeeper, sagen wir mal so. Mana 1000, okay, 1008. Frames per second, okay, ja. Ja, also halt quasi die üblichen Infos. Okay, schade, dass das Pad nicht automatisch weggeht. Okay. Ich weiß übrigens nicht, auf welche Version das dieser Server hier ist. Ich schätze mal. Puh, schwer zu sagen. Dungeon. Okay, V21, V22 vielleicht. Ich schätze V21, V22 wird das Server hier sein. So in die Richtung, glaube ich, wird es fast hinkommen. Okay, so. Mental Strike. Ah, ein Max-Button, okay. Lass mal kurz überlegen. Wir wollen hier eigentlich erstmal Richtung dem Wasserskill. 3. 5. So, okay. Ich weiß gar nicht, ob das eine sinnvolle Idee war, Psykeeper zu wählen. Okay, also Ele wird sowieso nicht funktionieren erstmal. Also ich schätze mal, wenn es mehr deutsche Spieler gibt, dass die auch einfach einen deutschen Cluster so einführen. Also weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, dass es vielleicht in die Richtung geht. Sicher kann ich das natürlich jetzt nicht sagen. Wer weiß, keine Ahnung. Aber. Achso, Wasser gegen Blitz. Okay, das ist natürlich gerade auch ein bisschen blöd. Genau, also ich vermute halt mal. Denn angenommen, es gibt hier jetzt irgendwie, sagen wir mal, 300 deutsche Spieler und irgendwie 700 asiatische Spieler, dann gehe ich schon mal davon aus, dass es in die Richtung gehen wird, dass die halt einfach sagen, okay, wisst ihr was, es gibt ja so viele Spieler, die hier aus anderen Ländern bei uns sind, aus Europa bei uns sind, wir fügen halt einfach noch ein Cluster dafür ein. Und ich denke mal, so in die Richtung wird es vielleicht schon gehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie gesagt, kein Garantie jetzt von meiner Seite. Okay. Ringmaster. Oh, die Gilden. So. So. Ja, ich bin ein Noob, ich weiß.
Ich will jetzt keine Skillpunkte verschwenden, weil wir gehen dann halt. Oh, warte mal, Duration 6 Sekunden. Cooldown. Ah. Warte mal, ist das vielleicht. Ist das. Okay, müssen wir mal gleich mal schauen. Vielleicht wird das Skill ja auch noch verändert und wir spüren hier gerade aktuell was ganz anderes. Weil der Ping ist nicht so schlecht. Der Ping ist eigentlich okay, oder? 300, das ist nicht perfekt, aber es ist eigentlich ganz okay soweit. Okay, ich glaube, man muss den spammen, oder? Ja. Oh Gott, nein, nein, nein. Ja, okay. Jemand hat die Party gelegt. Oh nein. Okay, wir müssen nicht spammen. Wir können auch auf der Taste draufbleiben, oder? Ich weiß gar nicht genau. Oh. Sekunde. So, okay. Puh. Einmal so. Einmal so. Genau, da müssen wir gleich mal schauen. Speed minus 3%. Weiß ich gerade noch nicht genau. Ich bleibe auf die Taste jetzt drauf. Ja, das liegt, glaube ich, an Flife. Also das hatten wir schon auf Mistralia. Wenn eben der Ping nicht gut ist, dass man dann dass die Skills nicht durchcasten. Das ist gar nicht mal ein Bug scheinbar, sondern das hat wirklich ein Problem vom Spiel. Genau. Also ich werde mal das Thema ansprechen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man dann eben irgendwann mal einen neuen Cluster oder so eröffnet oder halt irgendwie einen europäischen Cluster und ja, also das ist natürlich jetzt das einzige kleine Manko, was ich halt eben so sehe, aber natürlich, wir spielen gerade Psyche, was natürlich jetzt vielleicht auch nicht so die beste Wahl ist in diesem Fall, aber ja, müssen wir mal schauen. Ich spreche das ganze Thema mal an, vielleicht gibt es eben, wie gesagt, eine Lösung und ich lasse euch einfach wissen dann. Beziehungsweise, ich denke mir, ihr werdet das Ganze sowieso mitkriegen über den einen oder anderen Weg. Und genau. Jetzt cast es gerade ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum. Flife ist aber so ein bisschen komisch irgendwie. Level 23. Oh, Ding ist ein Tanky. Vielleicht sollten wir auch irgendeinen Skill hier erstmal maxen. Okay, naja, gut. Okay, ich beende erstmal die Folge. Nächstes Mal geht's weiter. Dann werden wir hoffentlich auch schon ein bisschen mehr Schaden machen, beziehungsweise einen Skill auf Maximum haben. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.